Einstein. Gegen die Laufrichtung spielt, da bewegt sie sich nicht gut, die 18-Jährige. 14, 15. Einstand. Interessante Aussage von Tochter Jelena. Wir kennen ja diese Verbindung zwischen Vater und Tochter auf den Tennisturnieren. Natürlich in erster Linie von dieser großartigen Beziehung, sportlichen Beziehung von Steffi Graf und Vater. Sie muss versuchen, ihre Schläge lang ins Feld der Amerikanerin zu spielen. Sind sie zu kurz, hat Venus Williams die Möglichkeiten, von oben drauf loszuziehen. Da kommt sie ran. Genau im Eck, und das ist das Break, das zweite Break in Folge. In Hamburg dabei ist, 1999 gewann sie diese Veranstaltung. Und das sind Aufschläge, die sind einfach... durch unterschnittene Bälle oder vielleicht hin und wieder mal mit einem Stopper. Erster Satz, William. 6-3. Statt Spiel für Jelena Dukic. Punkt für Venus Williams. Na, darüber kann man trefflich diskutieren. Und dann hat sie Glück, Venus Williams. Das ist gut für dieses Match. 10-0. 1-0 Führung für... der sich bietenden Chance
erstklassige Leistung von Venus Williams. 1 bei dem zweiten Satz. Ah, das ist fantastisch. Diskussion zwischen Venus Williams und Harald Schäffer. Schiedsrichter sagt, der Ball war im Aus. Und der ist gut. Setzen Selbstvertrauen auf den Platz steht. 3:1 im Zweiten. Und da kann sie alles machen. 0:15. Der erste Aufschlag. Hier zuzuschauen. Besser kann man es nicht spielen, meine Damen und Herren. Der noch lange nicht geschliffen ist. Fantastisch, das dürfte es jetzt sein. Verdienter Beifall der rund 7000 Zuschauer. Es gibt diese Spiele, da muss man nicht diskutieren, ob es der eine oder andere Ball war, der das Match entschieden hat. Das war die Klasse der Venus Williams.